Der Fall, um den es heute geht, findet im Jahr 2016 in Shisui statt. Dort lebt die 26-jährige Emi Takeuchi gemeinsam mit ihrem 21-jährigen Bruder Ryo. Ryos Freunde wundern sich, weil sie ihn seit 2 Wochen nicht mehr erreichen können, und außerdem hat er sein Twitter-Profil nicht mehr geupdatet. Emi wohnt alleine mit ihrem Bruder im Haus ihres verstorbenen Vaters. Sie behauptet, sie hätte keine Ahnung, wo ihr Bruder sei, und versucht, sich herauszureden. Außerdem weigert sie sich, Ryos Freunde, die normalerweise ständig vorbeikommen, ins Haus zu lassen. Ryos Freunden kommt das alles ziemlich merkwürdig vor und sie beschließen, die Polizei zu verständigen. Bitte lass dein Like da und abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Nach dem Anruf von Ryos Freunden fährt ein Polizist zum Haus der Takeuchis. Er trifft Emi an, doch sie kann ihm nicht wirklich erklären, wo ihr Bruder ist und macht merkwürdige Aussagen vor dem Polizisten, so dass er direkt Verstärkung anruft und das Haus kontrolliert wird. Die Beamten finden dann in Emis Gefrierschrank einen Schädelknochen und weitere zerstückelte Körperteile, die außer im Gefrierschrank noch in 2 Taschen im Wohnzimmer stehen. Jo und Emi wohnen seit knapp über 2 Jahren, nachdem ihr Vater gestorben ist, gemeinsam in dem Haus, das sie von ihm geerbt haben. Aber die beiden haben kein gutes Verhältnis zueinander, weil Ryo gerne Videospiele spielt und zusätzlich zu seinem eigenen Zimmer einen extra dafür eingerichteten Gaming-Room hat, in dem er meistens gemeinsam mit seinen Freunden Soundgames spielt. Emi geht der Lärm durch die Spieler auf die Nerven und sie will durchsetzen, dass ihr Bruder sich an bestimmte Zeiten hält und ihr außerdem die Besuche seiner Freunde vorher ankündigt. Dies klappt aber fast nie. Dadurch, dass er von seinen Freunden in seiner Meinung unterstützt wird, fühlt Ryo sich im Recht und übertreibt sein Verhalten, oder er provoziert Emi sogar mit Absicht. Einmal macht er sich mit seinen Freunden einen Spaß daraus, ein Foto von Emis Zimmer in einem sozialen Netzwerk zu posten, obwohl das zum Beispiel auch eine von Emis Regeln ist, dass in ihrer Abwesenheit niemand ihr Zimmer betreten soll. Wie angespannt das Verhältnis der beiden ist, sieht man auch zum Beispiel daran, dass, obwohl die beiden in einem Haus wohnen, sie sich noch nicht mal gängige Haushaltsgeräte teilen. Das heißt zum Beispiel, jeder von den beiden hat seine eigene Mikrowelle, seinen eigenen Staubsauger und so weiter. Die Mutter hat sich im Jahr 2011, also 2 Jahre vor dem Tod des Vaters, scheiden lassen. Emi und Ryo haben auch keinen regelmäßigen Kontakt mit ihrer Mutter und das Verhältnis ist auch eher angespannt. Das wird zum Beispiel auch daran deutlich, dass Ryo und Emi und ihre älteren beiden Schwestern, die schon länger ausgezogen sind, nach dem Tod des Vaters alleine dessen Beerdigung organisiert haben, ohne dass sie ihre Mutter darüber informiert haben, dass ihr Ex-Mann gestorben ist. In der Nacht des 30. August geraten Emi und Ryo dann in einen Streit um das Erbe des Vaters. Das Ganze ist zwar schon über 2 Jahre her und das Erbe längst ausgezahlt, aber Ryo hat kürzlich herausgefunden, dass Emi wohl einen wesentlich größeren Geldbetrag als er bekommen hat. Bis dahin ist er davon ausgegangen, dass das Vermögen seines Vaters zwischen ihm und seinen insgesamt ja 3 Schwestern gleichmäßig geteilt worden ist. Und er ist natürlich sauer, dass das anscheinend nicht der Fall gewesen ist. Also fordert er jetzt Emi auf, dass sie aus dem Haus ausziehen soll und es ihm alleine überlassen soll, weil sie ja schon wesentlich mehr Geld bekommen hat. Emi ist damit natürlich nicht einverstanden. Laut Emis späterer Aussage ist Ryo dann während dem Streit immer aggressiver und aggressiver ihr gegenüber geworden und schließlich hat sie sich dann ein Küchenmesser geholt, um sich gegen ihren Bruder zu wehren. Dieses Messer sticht sie Ryo dann schließlich angeblich in Notwehr in den Oberschenkel und dreht es einmal um. Danach flieht sie sofort aus dem Zimmer. Den Tag danach verbringt sie zunächst alleine. Anscheinend ist es nicht weiter ungewöhnlich, dass sie ihren Bruder bis nachmittags nicht zu Gesicht bekommt. Von 5 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends geht sie dann zu ihrer Arbeit in einem Supermarkt. Und von da aus ruft sie ihren Bruder Ryo auf dem Handy an, aber er nimmt nicht ab. Wie sie später aussagt, kommt ihr zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal der Gedanke, dass sie ihren Bruder in der Nacht vorher möglicherweise getötet haben könnte. Nach der Arbeit fährt sie nicht sofort nach Hause, um nachzusehen, ob sie vielleicht mit ihrem Verdacht recht hat, sondern kauft erstmal Müllsäcke, Handschuhe und alle möglichen weiteren Werkzeuge
und geht dann noch in ein Restaurant und isst dort zu Abend. Nachdem sie dann abends nach Hause kommt, sieht sie, dass ihr Bruder tatsächlich an der Verletzung, die sie ihm zugefügt hat, verblutet ist. In der Nacht fängt sie dann noch an, den Körper ihres Bruders zu zerlegen. Die Organe spült sie zum Teil die Toilette herunter. Und die zerstückelten Körperteile und den Schädel bewahrt sie ja dann zunächst im Kühlschrank und im Gefrierschrank auf und beginnt in den folgenden Tagen dann damit, sie nach und nach in Müllcontainern zu entsorgen. Was auch merkwürdig an dem Vorfall ist, ist, dass Ryo offenbar gar nicht versucht hat, einen Rettungsdienst für sich zu rufen oder sich irgendwie anders bemerkbar zu machen. Auch hat er ja nicht mehr nach Amy gerufen. Ist er wirklich so schnell verblutet, nachdem sie den Raum verlassen hat, dass er sich nirgends mehr melden konnte? Als dann am 12. September Ryos Freunde vor der Tür stehen, erfindet Amy alle möglichen Ausreden, warum sie sie nicht ins Haus lassen könnte. Zum Glück bleiben sie hartnäckig und rufen die Polizei, nachdem Amy die Tür vor ihrer Nase verschlossen hat. Nicht alle Körperteile passen in den Kühl- und Gefrierschrank, deswegen stehen noch zwei Tüten mit Leichenteilen im Wohnzimmer. Vor den Ermittlern gibt Amy sofort zu, alleine die Leiche zerlegt zu haben. Nach ihrer Verhaftung wird dann schnell das Internet auf sie aufmerksam. Sie erfüllt die typischen Kriterien, um in einschlägigen Online-Foren Kultstatus zu erreichen. Nicht nur hat sie ihren Bruder umgebracht, sondern sie ist auch noch hübsch und wirkt vor allen Dingen kindlich und niedlich. Eine Kombination, die schon einigen anderen jungen Straftätern zu zweifelhaftem Ruhm verholfen hat. Natürlich existieren auch die Gerüchte, dass Amy von den Körperteilen ihres Bruders gegessen hätte. Das sind aber alles reine Spekulationen. Amy selbst hat nie etwas in dieser Richtung ausgesagt. Laut Ryos Freunden hat sich das angespannte Verhältnis der Geschwister in der Zeit vor dem Mord sowieso nochmal drastisch verschlechtert. Außerdem soll es offensichtlich gewesen sein, dass Amy psychische Probleme hatte. Familiäre Probleme waren bei den Takeuchis sowieso bekannt. Amys eigener Onkel, der Bruder von Amys Mutter, sagt später aus, dass sie ihre eigenen Kinder misshandelt hätte. Sie habe sich zum Beispiel aggressiv verhalten, den Kindern das Essen verweigert und sie mit Haushaltsgeräten wie zum Beispiel dem Staubsauger geschlagen. Vor allem Ryo, der der einzige Junge war, und Amy, die die Älteste war, sind oft das Ziel von den Wutausbrüchen ihrer Mutter gewesen. Die Mutter selbst sagt später aus, dass ihr Mann sich kaum an der Erziehung beteiligt hätte und sich gar nicht wirklich um die Kinder gekümmert hätte. Der Vater unternimmt im Jahr 2008 einen Selbstmordversuch und lässt sich danach wegen psychischer Probleme von der Arbeit beurlauben. Danach verbringt er fast seine gesamte Zeit zu Hause in seinem eigenen Zimmer, ohne besonders viel Kontakt mit seiner Frau oder mit seiner Familie zu haben. Im Gegensatz zur Aussage der Mutter, ihr Mann hätte kein Interesse an den Kindern gehabt, sprechen die Twitter-Posts von Ryo eher dafür, dass er ein recht gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte. Über Amys Ausbildung oder ihr Studium nach dem Schulabschluss ist leider nicht viel bekannt, aber es besteht die Vermutung, dass sie ihr Studium nach der Scheidung der Eltern abgebrochen hat, um sich zu Hause um ihren Vater kümmern zu können. Nach seinem Tod lebt sie dann vom Erbe und von ihrem Teilzeitjob im Supermarkt. Während der Gerichtsverhandlung beantwortet Amy fast alle Fragen zum Tathergang damit, dass sie sich nicht erinnern könne. Sie wiederholt immer wieder, dass sie in Notwehr gehandelt habe, was aber nicht überzeugend erscheint, da sie selbst keinerlei Verletzungen hat. Hier könnte man natürlich argumentieren, dass sie eine drohende Gefahr abwenden wollte, bevor sie selbst verletzt wird, was wiederum plausibel erscheint, wenn man bedenkt, dass sie ihren Bruder ja kennt und einen aggressiven Ausbruch bei ihm vermutlich kommen sieht. Sie betont wiederholt, dass sie nicht in Tötungsabsicht gehandelt hat, was auch recht plausibel erscheint, da man bei einer Tötungsabsicht das Opfer ja nicht unbedingt in den Oberschenkel stechen würde. Trotzdem hat sie ihrem Bruder aber eine tiefe, schwere Verletzung zugefügt und sich in der Nacht gar nicht mehr nach seinem Befinden erkundigt. Nach ihrer eigenen Aussage stellt sie ja erst nach ihrer Schicht im Supermarkt am nächsten Tag fest, dass ihr Bruder an den Verletzungen gestorben ist. Wirklich in den Medien bekannt wird die Tat sowieso, weil sie die Leiche ihres Bruders ja anschließend noch zerteilt und teilweise einfriert. Warum sie bei einigen Leichenteilen noch die Haut abgezogen hat, ist allerdings unklar, weil das ja wohl bei der Entsorgung der Teile kaum einen Unterschied gemacht hätte. Außerdem ist es für eine Tat, die aus Notwehr entstanden sein soll, ja auch eher unüblich, dass die Leiche danach noch zerteilt und gehäutet wird.
Die psychologischen Untersuchungen in dem Fall ergeben, dass die Misshandlungen und die Vernachlässigung durch die Eltern in Emis Fall entscheidend zur späteren Tat beigetragen haben sollen. In der ersten Instanz wird Emi zu einer Haft von 10 Jahren verurteilt. Nachdem sie dann aber in Berufung geht, wird ihre Strafe im Jahr 2019 auf 7 Jahre verringert, da die Situation nun doch als Notwehr anerkannt wird. Was würdet ihr sagen, war es wirklich Notwehr? Und wenn ja, warum hat Emi danach dann nicht sofort die Polizei verständigt? Schreibt gerne eure Ansichten zu dem Fall in die Kommentare. Lasst auch noch ein Abo und ein Like da und bis gleich!